So, und damit herzlich willkommen zurück bei Grounded. Ich war jetzt mal kurz die Sachen für ein Schild holen. Hab zwischendurch noch eine Biene gesehen und mir gedacht, komm, versuchst du mal. Hat geklappt. Und ich versuche jetzt mal außenrum, ohne den Brutzelschaden, diesen Sandburg zu finden. Also zu erreichen. Gefunden haben wir es im Endeffekt. Das ist ja nochmal so ein Mixer. Schade, dass man so nicht erkunden kann. Diese Antilon. Ja, genau. Kann der einfach abknallen? Die ist ja nochmal stärker. Ne, 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 ne. Ist das ein extra Vieh? Oder ist es selber? Oh. Schnarisch. Das ist ein 100% erkundbares Trinkpäckchen, das da. Yummy. Huch, ein schwebendes Stückchen. Science. Ernsthaft? Science. Du hast entdeckt Mixer. Da ist nochmal. Also Stufe 3 Gedöns. Oh, ich will es haben. Ich will es haben. Sofort. Aber da ist Messer, ne? Schlauch geht ja auch hier rein, da war ja was. Ich weiß nicht, da will ich nicht unbedingt bauen. Oh, da unten, da hinten drauf, der Mülltonne ist 100% irgendwas versteckt. Unkraut im Topf? Schön. Also, da. Ah ne, ich hab gerade gedacht, das sei so eine Klette. Nur halt nur eine funktionierende Lebende und nicht so eine abgestorbene Verdörrte. Ob geplant ist, dass man da richtig reinkommt? Tendenziell eher weniger, oder? Weil man hier auch drauf kann man nicht bauen. Auf dem roten Plastik vom Sandkasten. Ja gut, hier könnte man bauen. Ernsthaft? Doch, jetzt. Ja, da hinten ist auch... Gut, hier ist Wasser. Aber da hinten rüber zu laufen? Schwierig. Wir könnten versuchen, hier direkt eine Treppe hier hochzubauen, dass wir hier außen rum lang gehen können. Das hier müsste dann der Ein- und Ausgang von den Ameisen sein. Ja, genau. Ich überlege jetzt einfach mal hier runter zu springen. Aber ob das jetzt so eine schlaue Idee ist? Ich weiß nicht. Ich habe ein wenig Angst, dass ich dann nie wieder hier zurückkomme. Weil... Diese Ameisenlöwen, die sind ja schon heavy. Eine Katzenpfote ist, dann ist hier 100% irgendwo Katzenkacke vergraben. Will ich nicht wetten, bin mir aber sehr sicher. Wir wissen ja alle, wie Katzen sind.
Cha-cha-cha, hehe, jetzt ist hier auch gar kein. Na gut. Brutzel, brutzel, brutzel. Nice and clean. Hm. Ist das irgendwie ein cooles Trinkpäckchen, was man. Kein Schatten. Aber gut, Sand ist auch heiß, davon abgesehen. Hot Catchers? Diese Hitze. Nein. Oh, wie süß. Boing, boing. Das Geräusch. Oh ja, ich höre schon wieder so einen Ameisenlöwen. Heavy. Wie stellen die sich das vor? Aua, Hilfe, Hilfe. Nein, Ausdauer, komm zurück, komm, 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 komm. Ah! Heiß, 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 heiß. The ranger fell to his knees. Aber das ist jetzt keine abbaubare. Aua. Ja, also diese Aloe Vera ähnliche Pflanze müsste eigentlich direkt eingehen. Aua. Nein, aua. Abbauen kann man die definitiv nicht. Bienenstachel. Ausgeschopfte Biene. Das ist am meisten verdorben. Not bad. Inventarüberprüfung. Burgel! Du schaust gegenüber Cartoons, um den Gang. Was? Du schaust genügend Cartoons, um den Gag zu erkennen. Der verwirrte Mann steckt seinen Finger durch ein unerwartetes Loch im Stoff. Tja, das ist heute meine Rolle. Die Truhen, die seit Wochen in meinem Würfelsack herumklirren, um geschrumpfte Schätze zu zählen, klirren nicht mehr. Zerstreut in die vier Himmelsrichtungen die sieben Meere. Bitte halte Ausschau, sie könnten überall sein. Die perfekten Gefäße für die Aufbewahrung wertvoller Gegenstände. Welch eine Schande. Weh. Also Wendell Tully. Schätze suchen? Wann? Ich will doch nur leben. Science. A scientific breakthrough. Fazit. Sogar einfacher Fazit. Was zur Hölle? Aber hier darf ich jetzt auch. Yeah. Ekliges Wasser. Ja, wunderbar. Ernsthaft, hier gibt's Blattläuse? Ob hier jetzt Bauen so easy und empfehlenswert ist? Weiß nicht. Oh, Marmor. Kiesel, Kiesel. Stufe 1 Marmor. Erwarten die Leute jetzt wirklich, dass man einfach mal so hier reinläuft? Never. Das ist dazwischen lang. Aua. Hat hier lang. Oh, dieses Geräusch, das macht mich schon verwirrt. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Hier kommst du definitiv nicht rein. Hier irgendwas ist. Hallo? Hallo? Was zur Hölle? Ja.
Geschmolzener Grabenschlüssel? Ernsthaft? Das ist eine Festung, die man erst noch mit irgendwelchen Viechern erobern muss? Ich hatte gehofft, dass hier irgendwie... Endgame-Content, okay. Oben kommen wir nicht, weil zu heiß. Und hier kommen wir nicht weiter, also nur schlecht weiter, weil die Kreaturen so extrem stark sind. Ja, das ist auch nur, ja, nur Sand. Aber was Spezielles geben tut's ja auch nicht. Nö. Vielleicht ist was in dem Eimer. Eine schwimmende Wolfsspinne oder so. Science! Okay, und hier sind wir ja reingekommen. Ich höre es da schon wieder. Ja, hallo? Kommst du wieder raus? Ja, ja. Ist klar. Wie soll man denn da reinkommen? Ja, genau. Ja, bang. Ich will nicht. Alles gemein hier. Ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hä? Muss ich jetzt noch ein... Das ist doch gemein. Was zur Hölle? Never. Warum? Oh. Erwarten die jetzt ernsthaft von mir, dass ich auch noch eine Brücke darüber baue? Hey, bist von vorne und hinten angeknabbert? Das Spiel erwartet auch noch, dass ich jetzt hier... Alter. Ja, ja, komm, 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 komm. Oh, nee. Boah, ist das gemein. Das war ja so ein Schaden. Und ich dachte, oh, meine Rüstung ist ja schon recht gut aufgewertet. Alter, Finne. Wie stellen die sich das vor? Aber wir hatten hier hinten ein paar Stängelchen. Wir müssen ein Stängelchen bauen. Das heißt, ich brauche erstmal jede Menge Seile. Seile kriege ich aber nicht so schön. Dann wird es erstmal billig mit Blättern gebaut und vielleicht irgendwann mit besserem Material ersetzt. Ja, ich laufe außen rum. Und das überraschen kann? Geht das Bonusschaden? Nein, man kann es nicht überraschen.
aber schon so widerlich aus, das Vieh. Alter. Ernsthaft, ein Ameisenteil. Ameisenlöwenteil, so rum. Oh. In diesem Spiel will ich dann alles töten, ey. Nix kriegst du hier geschenkt. So gemein. So, Rucksack. Da drin ein Burgelchip. Wahrscheinlich unter dem Poppes von so einem Ameisenlöwenvieh. Weil, wenn sich das nicht bewegt, ist das vielleicht auch einfachere Beute als die frei umherlaufenden. Ist ja denn, die hat dann so einen komischen samtrigen Streu-Schrotflintenangriff. Würde ich mich später auch noch glatt zutrauen. Jetzt haben wir schon wieder keine Materialien dabei. Na gut, da hinten gibt's ja Gras. Joe. Nein! Das ist. Nein, ich hab gedacht, ich würde im Wasser landen. Nein. Oh Mann. Oh, das ist doof. Das ist ja nicht wahr, ey. Naja. Kann ich hier runter, ohne zu sterben? Naja. Vielleicht sind ja nachts weniger von den Viechern unterwegs. Noch höre ich mal nichts. Doch, jetzt höre ich was. Kleine Mistviecher einfach. Sandkasten, Labor, Außenposten, System Manager Schlüsselkarte. Können wir definitiv. Nein, lass mich doch alle in Ruhe! Oh, diese widerlichen Drecksviecher. Na, das zwar. Irgendwie raus? Ajo, ajo, ajo. Da wirst du 80 Jahre älter. Ich weiß, warum Wendel auf einmal so alt war. Das hat nichts mit den Experimenten zu tun. Das hat mit den Viechern zu tun. Aber immerhin etwas. Also. Hoffentlich finden wir unser Plattenlager nochmal wieder und dann gucken wir mal, was da rüberbauen können. Irgendwann, wenn wir richtig gut ausgerüstet sind, können wir dann alles total schön ausbauen. Aber fürs Erste möchte ich nur überleben. Was war das? So, so ein Stängelchen-Dings da. Was? Lass mich in Ruhe. Wieso unter diesen Mistviecher? Wie soll man die denn bitte schon erwischen? Kann ich den ab. Oh, oh.
Komm. Antlion spotted. Ernsthaft. Was ist das gemein? Aber man kann das dann auch ausbuddeln, okay. Dann kann ich diesen ekelhaften Angriff da verhindern. So, und wie wir hier rauskommen, finden wir in der nächsten Folge raus. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.